So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich hätte mal wieder eine Buchempfehlung aus vollster Überzeugung, weil ich bin sehr begeistert. Tolles Buch. Und zwar jenes Jahr, als ich vom Himmel fiel von, in diesem Fall, zumindest steht so auf dem Buch, Juliane Köpke. Da haben wir jetzt ein paar Sachen, die wir gleich mal vorneweg sagen müssen, damit keine Verwirrung aufkommt. Erstens, aus urheberrechtlichen Gründen möchte ich kurz aufs Umschlagdesign hinweisen, einfach weil theoretisch ist das, nicht nur theoretisch, das ist urheberrechtlich geschütztes Material und die entsprechende Urheberrechtsanwälte zanken sich jetzt schon seit längerem, inwiefern man ein Buch, über das man ausführlich spricht, in die Kamera halten darf, weil... Das Buch selber, das darf man schon besprechen, das ist völlig safe. Man darf auch ein paar Sachen aus dem Inhalt zitieren, das ist auch safe. Was man allerdings eventuell eben nicht tun darf, ist den Umschlag in die Kamera halten, weil die Fotos gehören ja jemand anders, als das eventuell bei dem Buch der Fall ist. Und das Recht an diesem Foto, das der Verlag erworben hat, oder Frau Köpke selber, oder je nachdem, liegt... nur dafür, dass es auf diesen Umschlag gedruckt wird. Es liegt nicht bei einer entsprechenden Verbreitung über zum Beispiel YouTube. Und streng genommen ist das also nicht okay, wenn ich das Ding in die Kamera halte, ob das nun geahndet werden kann oder nicht. Da streiten sich eben die Juristen. Aber ich möchte dahingehend mich selbst ein bisschen absichern, ein bisschen zumindest, dass ich darauf hinweise, dass die Umschlaggestaltung von Birgit Kohlhaas ist. Die Umschlagabbildung... Remi Benali, und zwar die vorne oben. Das Bild vorne unten ist von Werner Herzog Film und Matthias Jaschow hat diesen wunderschönen, ich vermute es ist irgendein Paradiesvogel, hier hinten beigesteuert. So, und das nächste ist, dass Frau Köpke eigentlich inzwischen Frau Diller heißt und da wir in Deutschland ja nun mal, wenn man dann den Namen seines Ehemanns annimmt, davon ausgehen dürfen, dass dieser Name dann auch gilt, ist es eigentlich streng genommen Frau Diller. Das ist inzwischen auch kein Geheimnis mehr. Allerdings für den Zwecke dieses Buches und weil sie damals als Juliane Köpke bekannt geworden ist, dadurch, dass sie eben, das habe ich noch gar nicht verraten, als einzige einen massiven Flugzeugabsturz überlebt hat. Ich nenne sie jetzt einfach mal Frau Diller. So. Und ich hoffe, das ist in Ordnung, gerade insbesondere sollten Sie selbst das hier zufällig mal irgendwie im Internet entdecken. Falls das der Fall sein sollte, möchte ich mich gleich mal für das Buch bedanken. Es war wirklich sehr, 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 sehr toll. Ich kann vieles nachvollziehen, auch gerade Ihre Begeisterung für den Wald. Das ist bei mir ganz genauso. In meinem Fall nicht so sehr der Regenwald, den ich weniger kenne. Aber das bedeutet nicht, dass ich ihn nicht weniger schätzen würde als Sie. Also wirklich ein ganz, ganz hervorragendes Buch und nochmal kann ich mich nur herzlich für bedanken. Das Lesen hat sehr großen Spaß gemacht. So, zurück zu allen anderen. Frau Diller, damals eben Juliane Köpke, hat also als einzige, das wissen ältere Leute vielleicht eher, das war damals ein ziemliches heißes Thema in den Medien. Ich persönlich bin zu jung. Der Absturz war, Entschuldigung, steht hier nicht. Und ich habe es mir jetzt auch nicht gemerkt. Ich meine irgendwo in den, 71, ja. 71 war der Absturz am 24. Dezember 1971. Es sind dabei, wenn ich hier schon die Eckdaten raussuche, 91 von 92 Passagieren leider ums Leben gekommen. Gefunden hat man niemanden außer Frau Diller tatsächlich selber. Und das auch nur, weil hier zwei wesentliche Faktoren zusammengekommen sind. Einmal hat sie tatsächlich den Absturz per se überlebt. Das kann man jetzt irgendwelche höheren Mächte für verantwortlich machen, wenn man das möchte. Oder man kann halt vermuten, dass es sich schlicht und ergreifend um einen Zufall handelt. Je nachdem, an was man da jeweils glauben möchte. Sie selbst nennt, und die möchte ich jetzt doch kurz ins indirekte Zitat rausgreifen, drei mögliche Ursachen, weshalb sie diesen Absturz tatsächlich überlebt hat. Dazu noch kurz der Hintergrund. Das Flugzeug ist in der Luft zerrissen worden, in Einzelteile. Das Heck blieb relativ unbeschädigt.
gestört, aber sie saß kurz hinterm Flügel und hatte, weiß nicht mehr welche Seite, jedenfalls hatte sie Sicht auf den Flügel und konnte dann sehen, dass ein Blitz wohl den Flügel getroffen hat oder die Turbine oder was auch immer. Ich kenne mich da mit der Flugzeugtechnik nicht genau aus, Details stehen im Buch. Und dabei ist das Flugzeug dann tatsächlich auch auseinandergebrochen. Sie ist... Warum auch immer und wie genau das vonstatten geht, weiß natürlich niemand, weil man erinnert sich an sowas vielleicht nur bruchstückhaft eventuell, könnte ich mir vorstellen. Jedenfalls ist sie mitsamt ihrer dreisitzigen Sitzbank herausgeschleudert worden. Die Sitzbank war dann auch leer, bis auf sie. Sie blieb angeschnallt irgendwie auf der Sitzbank, wenn ich das richtig verstanden habe. So, und jetzt kommen mehrere Faktoren zum Tragen. Erstens. Vermuten wir zumindest. Ja, also ich möchte mich dieser Vermutung anschließen und Frau Diller beschreibt das natürlich detailliert in ihrem Buch. Erstens, der Tropensturm, in dem dieses Gewitter stattfand, besitzt oft extrem heftige Aufwinde. Ja, das heißt, alles, was da runterfällt, wird gleichzeitig auch nach oben geweht. Das kann also durchaus eine Fallgeschwindigkeit reduzieren. Zweitens, sie hatte ja ihre Bank, mit der sie rausgeschleudert wird. Es ist wohl physikalisch relativ eindeutig, dass etwas, das eine nur ein bisschen größere Fläche besitzt als ein menschlicher Körper, eine gewisse Segelwirkung erzeugen kann. Und wer sich schon mal angeguckt hat, ein Ahornfruchtstand, ja, der ja bekanntlich aus diesem Nasenkleberchen, was man sich so schön auf die Nase setzen kann, besteht und eben diesem Flügel, der da dran hängt, dass der schon relativ langsam zu Boden gleitet, weil er sich eben dreht und dieser eine Flügel schon durchaus einen gewissen, die Fallgeschwindigkeit reduzierenden Effekt hat. Hier ist also anzunehmen, dass eventuell diese Dreier-Sitzbank auch so einen Effekt ausgeübt hat. So, und dritter Grund, weshalb sie das Ganze überlebt hat, sie ist eben im Dschungel abgestürzt und nicht in der Wüste, auf dem Meer, in der Stadt, auf der Steppe oder sonst wo, sondern wirklich im tropischen Regenwald. So, und dieser hat, so viel kann ich als Forstwissenschaftler auf jeden Fall sagen, eine sehr dichte Kronen- und Laubschicht. So, und wenn man da reinfällt und das Glück hat, unter sich was zu haben, was einem vom ersten Aufprall schützt und vor weiteren Aufprällen auch noch schützt, dann fällst du da durch einen Haufen Grünzeug mit dieser Bank. Und damit ist es vielleicht eben wirklich noch am ehesten zu erklären, es ist trotzdem ein unglaublicher Zufall oder ein Wunder, wie gesagt, je nachdem, was man da glauben möchte. Ja, darum geht es nämlich, Glauben in diesem Fall. Tatsächlich hat sie das relativ unverletzt überstanden. Sie hatte eine schwere Gehirnerschütterung, einen Kreuzbandriss, wovon sie allerdings erst später was mitbekommen hat, das hat sie erstmal nicht bemerkt, zwei Wunden. Eine am Arm und noch eine, glaube ich, am Bein. Das war aber auch nicht so dramatisch. Hat ihre Brille verloren. Das ist durchaus nicht einfach, wenn man jemand ist, der halt eben ohne Brille nicht viel sieht. Und drittens einen, ja, und dann noch zusätzlich einen Schuh verloren, beziehungsweise eine Sandale, hatte also nur noch eine. So, und das ist quasi Stand des physischen Zustands und wenn ich das richtig zusammenkriege, zumindest war es das. Ah, und ein gebrochenes Schlüsselbein. Aber der Knochen ist gebrochen und hat sich dann sofort wieder selber eingerichtet. Das heißt, das war ein vergleichsweise unkomplizierter, einfacher Bruch. Ist trotzdem nicht lustig, tat nach Aussagen von Frau Diller offensichtlich auch gar nicht besonders weh. Aber das hat sie jetzt schon selber feststellen können, dass das wohl gebrochen ist, konnte man wohl ertasten. Ich krieg's auch nicht mehr hundertprozentig zusammen. Das Buch ist gar nicht mal so kurz, das heißt, ich kann jetzt nicht mehr alles exakt genauso wiedergeben, wie es da drin steht, will ich auch gar nicht. Beziehungsweise würde ich schon wollen, wenn ich es dann versuchen wollen würde, aber will ich nicht versuchen. So, darum geht's. Ja, und aus wirklich krassen Zufallsgründen ist sie da eben vergleichsweise unverletzt angekommen. So, die Sensation fängt jetzt hier an, weil das war jetzt bisher noch Zufall und so weiter und so fort. Das ist jetzt keine eigene Leistung gewesen, aber wie es der Zufall wollte, war bzw. ist Frau Diller Kind zweier Zoologen und schon als Mädchen quasi mit dem Regenwald aufgewachsen, im Regenwald aufgewachsen und wusste daher, weil ihr Vater auch erklärt hat, was zu tun ist, wenn man im Regenwald verloren geht, wie man sich korrekt im Leben Regenwald verhält und hat quasi
Ja, man, vielleicht mag ihr das nicht selbst nicht gefallen, wenn man das so nennt, aber sie hat da quasi die notwendigen Survival-Skills von der Pike auf gelernt gehabt. Sie war zum Zeitpunkt 17, als sie da abgestürzt ist und hat es dann geschafft, sich mit einem 11-tägigen Marsch ohne jegliche Ausrüstung, wie gesagt, mit ein bisschen Kleidung, einem Mini-Kleid und einer Sandale und dann später als Zusatzausrüstung einem Stock. Da sehen wir mal wieder, wie wichtig ein Stock übrigens ist. Hat sie es geschafft, sich 11 Tage durch den ach so furchtbar gefährlichen Dschungel zu kämpfen. So, und das Lustige ist, ihre Aussage dazu, wenn das nicht der Dschungel gewesen wäre, den sie so gut kannte, hätte sie es nicht geschafft. Für alle anderen wäre das wahrscheinlich ziemlich tödlich gewesen, weil wir keinen Plan haben, wie man mit dem Dschungel so zurechtkommt. Aber der Dschungel ist per se kein besonders tödlicher Lebensraum, wenn man, das wissen wir auch daher, dass es ja tatsächlich eben noch Indianer gibt, die da auch heute noch drin leben, ohne jegliche Technologie da zurechtkommen. Grundsätzlich ist das, wenn man weiß, wie es geht, ein durchaus sehr überlebensfähiger Lebensraum. Also ein Lebensraum, in dem man durchaus klarkommen kann. Und diese Leistung, dass sich eine 17-Jährige nach einem Flugzeugabsturz es tatsächlich schafft, sich in jeder Hinsicht so richtig zu verhalten, dass sie es geschafft hat, eben zurück in die Zivilisation zu kommen, zumindest in die Randzivilisation. Dann wurde sie gerettet, da hat man sie aufgesammelt, was dann nochmal ein glücklicher Zufall war, weil der Punkt, wo sie wieder auf die Zivilisation gestoßen ist, war ein einfacher kleiner Boot. Schuppen, wenn man das so nennen möchte, auch mit Boot vorhanden. Das kann aber durchaus sein, dass da halt tagelang keiner vorbeikommt. Sie hat aber das Glück, dass direkt am nächsten Tag bereits jemand vorbeikam und sie dann eben zurück in die bewohnten Gebiete geschafft haben. Ja. Und eben die große Sensation, das was damals für ein riesen Medienecho gesorgt hat, ist halt die Tatsache, dass es eine Überlebende gibt, diese eine Überlebende sich 11 Tage durch den Dschungel gekämpft hat, um zurück in die Zivilisation zu kommen. Und zu allem Überfluss ist es auch noch ein 17-jähriges Mädchen gewesen damals, ne? Das hat mein Interesse durchaus erweckt. Ich habe das bis dahin gar nicht mitbekommen. Von dem Buch habe ich nur deswegen erfahren, weil Frau Diller mal ein Interview beim Nachtcafé beim Südwestdeutschen Rundfunk gegeben hat. Ich glaube, das war der Südwestdeutsche Rundfunk, weiß ich gar nicht mehr so genau. Bin ich per Zufall am Fernseher vorbeigelaufen, als das gerade lief und bin plötzlich aufmerksam geworden, als da von Dschungel und Überleben und Folge dem Wasserlauf, dann findest du Menschen, die Rede war. Übrigens, Letzteres ist auch was man in jedem Survival-Buch nachlesen kann. Übrigens, lustigerweise, warum? Naja, weil es hier funktioniert hat. Deswegen steht das inzwischen in jedem Survival-Buch drin. Das stand nicht schon vorher in jedem Survival-Buch, das steht seitdem in jedem Survival-Buch. Weil das der Tipp war, den ihr eben ihr Vater eingebläut hatte, dass, wenn sie sich im Wald verläuft, muss sie Wasser suchen. Kleines Wasser fließt zu großem Wasser, großes Wasser fließt irgendwann zu Menschen. Das allein zu wissen, ist schon mal ein essentieller Vorteil. Des Weiteren hat sie sich richtig verhalten dahingehend, dass sie beschlossen hat, wirklich auch das Flugzeugwrack, beziehungsweise das bisschen, was bei ihr gelandet ist, in der Nähe. Es wurde ja in der Luft schon zerfetzt, deshalb haben sich die Wrackteile über eine riesige Fläche verteilt. Jedenfalls, dass sie das beschlossen hat zu verlassen, dass sie richtig die Situation eingeschätzt hat, dass hier kein Mensch suchen kommt und sie nicht gefunden werden würde. Und dann eben noch zu wissen, wie man sich durch den Dschungel bewegt und zu allem Überfluss auch noch zu wissen, mit welchen Gefahren man denn im Dschungel so zu rechnen hat. Was ist alles giftig, was ist nicht giftig, wie bewegt man sich fort? Also wenn du als Mensch, der sie keine Ahnung hat, da landest, hast du keinen Schimmer von den giftigen Tieren, von den sonstigen Gefahren, die es da gibt. Wie leicht es ist, sich in völlig weglosen und sehr verwirrend für unsere Verhältnisse überall gleich aussehenden Dschungel völlig zu verlaufen und keine Chance mehr zu haben, in irgendeine Richtung unterwegs zu sein und zu wissen, in welche Richtung man geht. Wenn man das alles weiß, ja, nicht, dass ich das gekonnt hätte, nicht mal im Ansatz, aber wenn man das alles weiß, dann hat man eine Chance. Und hier kommt eben dieser unglaubliche Zufall zusammen, dass eben neben ihrer Mutter, die diese ganzen Fähigkeiten auch gehabt hätte, die leider beim Absturz in irgendeiner Form
das wird auch im Buch näher thematisiert, deswegen sage ich in irgendeiner Form, ums Leben kam, was natürlich besonders dramatisch gewesen ist und wahrscheinlich auch, da möchte ich jetzt Frau Diller nicht zu nahe treten, aber sie schreibt es ja selber durchaus, Folgen bei ihr logischerweise hinterlassen hat und nachvollziehbarerweise selbstverständlich. Also jedenfalls von diesem Marsch, diesem 11-tägigen Marsch durch den Dschungel nach dieser Katastrophe und eben auch den Umständen, wieso sie überhaupt in der Lage war, diesen Marsch durchzuführen, weil sie halt vorher schon gelernt hat, wie es ist, im Urwald zu leben. Sie ist auch Peruanerin, eben Tochter zweier deutscher Zoologen, die da den Urwald erforscht haben, als ziemlich Erste in dieser Ecke und eine wunderbare Forschungsstation aufgebaut haben, die sie dann wiederum, Frau Diller, später versucht hat, weiter zu betreiben und retten wollte und deren Erhalt sicherstellen wollte, was ihr übrigens inzwischen auch gelungen ist. Das so viel darf ich, glaube ich, auch verraten. Panguana, wenn ich das korrekt ausspreche, nennt sich dieses Wildreservat, von dem hier auch sehr viel die Rede ist. So, Frau Diller ist selbst promovierte Zoologin, hat über die Fledermäuse eben in diesem Panguana-Gebiet entsprechend promoviert. Und damit haben wir jetzt ganz viele Komponenten, die in einem Buch zusammenfließen und das für mich so wahnsinnig lesenswert machen. Wir haben einmal diese Sensation mit diesem Absturz. Ja? Darüber wurde schon viel berichtet. Sie ist mit fast keiner Berichterstattung, die damals stattgefunden hat, einverstanden. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Und die Presse ist halt eben die Presse und muss dann entsprechende Sensationen haben und so weiter und so weiter. Ne? Ja, gut. Jedenfalls, das ist das eine. Das andere ist die wahnsinnig spannende Geschichte, für mich persönlich unglaublich auch interessant gewesen, wie ihre Eltern eigentlich dazu gekommen sind, diesen Dschungel zu erforschen und wie sie dann da aufgewachsen ist und unter welchen Bedingungen eben diese Erforschung des Dschungels stattgefunden hat. Sie ist zum Beispiel mit jede Menge Tieren aufgewachsen, weil ihre Mutter vor allen Dingen als primär Ornithologin, also Vogelkundlerin, auch viele Vögel dann im Haus aufgezogen hat und im Haus gesund gepflegt hat, wenn sie verletzt waren, auch eben um das Verhalten dieser Vögel und die Eigenschaften dieser Vögel auch besser kennenzulernen. Es gab damals ja noch massenhaft Arten, die gibt es auch heute noch massenhaft, die komplett unbekannt waren und man musste da nichts drüber. Ihr Vater ist im Übrigen erst nach Peru gekommen, nachdem er, ich glaube, 2 Jahre oder was Irrfahrt hinter sich hatte aus Nachkriegsdeutschland, um eben nach Peru zu kommen. Vorher gab es da einen lustigen Briefwechsel, der hier auch beschrieben wird. Mehr oder weniger schreibt er nach Lima, hätten Sie Verwendung für einen jungen deutschen Zoologen? Dann kam ein Jahr später eine Antwort, jupp, hätten wir eine Stelle frei, kommen Sie vorbei. So, dann hat er aber nochmal halt eben nach dem einen Jahr Verzögerung, mit dem der Brief ankam, weitere 2 Jahre gebraucht, um da anzukommen. Dann war die Stelle inzwischen besetzt und man war etwas überrascht, dass er tatsächlich hingekommen ist. Die Geschichte von dieser Odyssee, um dahin zu kommen, allein wäre schon ein Buch wert. Leider hat es ihr Vater nicht mehr geschafft, darüber ein solches zu schreiben. Er ist 2000 verstorben. Und ja, also das sind so kleine Ausschnittchen, so kleine Details, die das wirklich sehr, sehr lesenswert machen. Erzählt ist es in 2 Perspektiven eigentlich, ja, einmal die Vergangenheit und einmal die Gegenwart. Perspektive aus der Gegenwart beschreibt Frau Diller, wie sie mit ihrem Mann noch einmal nach Panguana reist, um eben die letzten Formalitäten zu klären, damit das zum Naturschutzgebiet werden kann oder zum Wildreservat, wie sie auf dem Klappentext steht. Ich weiß nicht, was es jetzt genau ist. Ich kenne mich auch mit peruanischem Recht nicht besonders aus. Deshalb, ja, aber es ist eine saumäßig spannende Geschichte quasi, die enthält. Und das jetzt nochmal zum Punkt zu kommen und damit ich das Ganze auch nicht ins Bodenlose ausufert. Es ist erstens mal einfach eine Biografie einer wahnsinnig spannenden Person. So viel darf ich, glaube ich, sagen. Zweitens enthält sie viele naturwissenschaftliche Details zum peruanischen Regenwald. Wirklich super toll erklärt, ganz einfach verständlich. Für mich als Mensch, der so halbwegs vom Fach ist, natürlich noch mal interessanter. Für alle anderen mit Sicherheit auch verständlich. Viele Informationen zu den dort lebenden Tieren. Tatsächlich auch ein Haufen Survival-Tipps, wenn man sie dann rauslesen möchte. Da steht jetzt nicht explizit, wenn du im Dschungel abstürzt, dann mach das und das. Sondern sie hat das und das gemacht. Und wenn man das jetzt verallgemeinern möchte, was man kann, was man bestimmt nicht muss, dann kann man daraus sicherlich sehr, sehr viel lernen. Und sich sicherlich sehr viele Dinge auch abgucken. Auch die
Beschreibungen, wie es ihr gegangen ist, eben während dieser, und bitte nicht falsch verstehen, das nimmt jetzt nur vielleicht ein Drittel vom Buch insgesamt ein, wenn überhaupt, die ganze Geschichte mit dem Absturz, ja. Die Vorgeschichte und die Nachgeschichte, was das mit jemandem anstellt, der sowas überlebt, sind jeweils mindestens nochmal genauso sehr vertreten. Und der familiäre Background und so weiter. Also Biografie, Naturwissenschaft, also so ein bisschen ein Über-die-Natur-Buch, sage ich mal, das eben vor allen Dingen den Regenwald beschreibt. Sehr deutlich schildert Frau Diller, Entschuldigung, auch eben entsprechend ihre Liebe zum Regenwald, das darf man sicherlich anders nicht nennen. Begeisterung, auch das kann ich wirklich sehr, sehr gut nachempfinden, habe ich ja schon eingangs gesagt. Und der Funke, der geht auch durchaus über, und wer sich auch bisher nicht genügend für den Regenwald interessiert hat, der kann das hier in diesem Buch sicherlich nachholen. Ebenfalls finde ich auch den Aufruf logischerweise zum Schutz des Regenwaldes, der absolut notwendig ist, das wissen wir alle, also zumindest diejenigen, die hier regelmäßig meine Videos auch gerne zum Thema tropischer Regenwald, habe ich auch schon ein bisschen was gemacht, verfolgt haben, wissen das sowieso. Und auch diese Details eben, als Insiderin kann sie auch ganz viel eben von der Lebensweise der Leute dort entsprechend berichten. Und es ist so ein, ja, so Reisebericht, Biografie, Survival, Lebens... Beschreibung, ganz schwer dem Ganzen irgendwie jetzt so eine Schublade zuordnen zu wollen, wenn man das überhaupt möchte, ja. Aber grundsätzlich vielleicht, wenn man sich jetzt wirklich, davor möchte ich warnen, wenn man jetzt erwartet, dass das jetzt hier ein Survival-Buch ist, im klassischen Sinne, das ist es nicht, ja. Es ist besser als das, weil hier werden keine fiktiven Szenarien irgendwie durchgekaut. Hier ist nicht irgendjemand fiktiv in Not und tut so als ob und hat vorher allen möglichen Kram gelernt, mit dem er jetzt aus dieser fiktiven Not rauskommen könnte. Selbst Survival, der ja inzwischen auch leider verstorben ist, allerdings nicht im Dschungel, sondern einfach, weil er alt war, hat nur in Anführungszeichen, auch wenn sie dann teilweise etwas ausgeartet sind, plus minus selbstverschuldete und vorbereitete lebensgefährliche Abenteuer erfahren. Da war immer eine gewisse Vorbereitung, die war ihm auch immer sehr wichtig im Spiel, die da eine Rolle gespielt hat. Und was wir hier halt eben kriegen, ist der Bericht einer völlig unwahrscheinlichen, aber halt eben doch eingetretenen Situation und der Umgang eben mit sowas, das einen sicherlich, mit Sicherheit, und das ist auch hier sicher so beschrieben, sein Leben lang beschäftigen wird, so ein Vorfall, ja. Und dass daraus auch eine gewisse Skepsis gegenüber über Flugzeugen beispielsweise erwachsen kann ich auch mehr als nachvollziehen. Ja, das so meine wesentlichen Gedanken zu diesem Buch. Übrigens bei der Gestaltung besagtes Buches und bei der Formulierung von den entsprechenden Texten hatte sie noch Hilfe in Zusammenarbeit mit Beate Rygiert, ich hoffe, ich spreche sie korrekt aus, Rygiert mit IE, und das wäre vielleicht nochmal wichtig, einfach aus urheberrechtlichen Gründen das kurz zu erwähnen, aber wirklich toll auch geschrieben, ganz toll geschrieben, es gibt auch ein paar schöne Fotos in der Mitte, auch Farbfotos, das ist ja oft so bei den Büchern, wenn man hier sehen kann, dass hier in der Mitte noch so ein paar extra Seiten, das sind halt eben die farbigen Seiten mit den in besserer Qualität Farbdrucken in die Mitte reingesetzt. Ja, also das ist schon wirklich also teilweise farbig, teilweise schwarz-weiß, was einfach der damaligen Zeit natürlich geschuldet ist, als das passiert ist. Und er ist ein Hochgenuss. Also für mich wirklich ein wahnsinnig spannendes Buch, das ich auch in vergleichsweise kurzer Zeit eben entsprechend gerne gefressen habe. Wer also so eins noch kriegt bei den gängigen Möglichkeiten, wo man halt Bücher herbekommt. Hier steht noch Malik drauf. Mit Pieper hat das Ganze, glaube ich, auch noch in irgendeiner Form was zu tun vom Verlag her. Wenn ich das richtig interpretiere, schauen wir hier nochmal schnell. Genau, Pieper Verlag. Was das mit diesem Malik, was da vorne auf dem Einband steht, aus sich hat, kann ich gar nicht sagen. Aber Pieper Verlag ist auf jeden Fall hochoffiziell das Copyright. Ja, bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen, je nachdem,
und wünsche ein schönes, was auch immer gerade ist. Und wer sich eine schöne Literatur eben entsprechend sucht, kann hier bedenkenlos zugreifen, finde ich. Ja. Ein kleiner Hinweis vielleicht noch, ist kein Kritik, es ist lediglich ein Hinweis für den Nutzer. Es wird unter anderem auch relativ detailliert auf die Verletzungen, die Frau Diller davongetragen hat, eingegangen. Das mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu detailliert sein, wenn man da sehr zart beseitet ist. Dann vielleicht eine kleine Warnung an dieser Stelle, einfach sicherheitshalber. Ja? Aber auch der Stil der teilweise wirklich relativ nüchternen wissenschaftlichen, weil Frau Diller ist ja Wissenschaftlerin, Beschreibung liegt mir halt auch sehr, 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 sehr. Ja, das gefällt mir sehr gut. Ist nicht so, dass Emotionen zu kurz kommen würden. Das ist nicht der Fall. Aber trotzdem diese, ist schon gut gemacht. Ist schon wirklich, wirklich gut gemacht und gut geschrieben. Und nochmal kann ich nur betonen, tolles Buch. So, tschüss.